Herein. Dr. Neuhaus, guten Tag. Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Ich will gar nicht lange stören. Mich würde nur interessieren, warum Sie Ihrer Schwiegermutter die Scheidung verheimlicht haben. Lief zwischen Ihnen und Ihrer verstorbenen Frau vielleicht doch nicht alles so glatt, wie Sie behauptet haben? Warum zum Teufel wollen Sie mir unbedingt ein Tatmotiv andichten? Henning, ich habe hier die... Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du einen Termin hast. Kein Problem. Frau Schulin wollte sowieso gerade gehen. Gleich. An Sie hatte ich nämlich auch noch eine kurze Frage. Bei der Polizei haben Sie angegeben, dass Sie gestern Abend hier zusammen mit Dr. Neuhaus waren. Ja, das stimmt. Wir zwei haben die Personalpläne überarbeitet und es war ein ruhiger Abend, ohne Notfälle. Und von wann bis wann war das genau? Das war von circa 6:30 bis 8:45. Ja, verstehe. Naja, wie ich sehe, ist Ihr Verhältnis ja auch sehr vertraut. Immerhin sind Sie schon beim Du angelangt. Das ist mir nur so rausgerutscht. Gut, dann möchte ich auch nicht länger stören. Wiedersehen. Wiedersehen. Diese Anwältin kostet mich noch den letzten Nerv. Ich wüsste da schon was, was dich ablenken würde. Was hältst du davon, wenn wir zwei richtig schick essen gehen würden? Du fehlst mir, Henning. Ich glaube, momentan ist es besser, wenn man uns nicht zusammen sieht. Wie oft willst du mich eigentlich noch vertrösten? Ich meine, Henning, ich werde doch nicht ewig auf dich warten. Lass mich erstmal meine Frau beerdigen. Okay? Ja. Übrigens, ich habe gerade auf dem Flur die Ionesco gesehen. Du weißt schon, die dir die vermasselte OP anhängen will. Ach, die schon wieder. Die hat heute Morgen schon Stress gemacht. Kannst du dich um sie kümmern, bevor sie das ganze Krankenhaus rebellisch macht? Ich muss noch mal zu meiner Schwiegermutter. Bitte. Nach ihrer Entlassung aus der U-Haft ist Ann-Christine sofort zu ihrer Mutter gefahren, um sie wegen der Anschuldigungen zur Rede zu stellen. Was willst du hier, Ann-Christine? Ich frage mich, warum du denkst, dass ich Victoria umgebracht habe. Henning sagt, dass Victoria die Nase voll hatte von deiner Bettelei. Und das hat dir wohl nicht gepasst, oder? Mama, Henning lügt. Die Polizei muss mich wieder gehen lassen, weil es keinerlei Beweise gegen mich gibt. Henning will mir alles in die Schuhe schieben, weil er selber war. Er hat Victoria umgebracht. Rede doch nicht so einen Unsinn. Henning hat Victoria geliebt. Ich frage mich wirklich, was ich dir getan habe. Warum hältst du zu ihm und nicht zu mir? Ich habe Drogen genommen, ich habe die Schule geschmissen und ich habe keinen reichen Arzt geheiratet. Aber deswegen bin ich doch noch keine Mörderin. Aber ich kann ja sagen, was ich will. Du hast mich. Verdammt, was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bin ich wieder schuld. Immer sind es die anderen. Deine eigenen Fehler siehst du nie. Ann-Christine, ich war immer für dich da. Von wegen. Du und Papa, ihr hattet mich doch schon mit 15 abgeschrieben. Ihr habt euch nie um mich gekümmert. Allerdings hat sich dein Vater um dich gekümmert. Und das hat er mit seinem Leben bezahlt. Wie bitte? Du weißt genau. Wäre damals nicht bei Eisenschnee losgefahren, um dich mal wieder irgendwo abzuholen, weil du nicht nach Hause gekommen bist. Er könnte heute noch leben. Jetzt gibst du mir die Schuld daran, dass Papa diesen Autounfall hatte? Vielen Dank, Herr Aurich. Aber sollte sich noch was Neues bei der forensischen Untersuchung ergeben, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Okay, wiederhören. Dr. Neuhaus wird nicht mehr mit Ihnen sprechen. Und ab sofort haben Sie in unserer Klinik Hausverbot. Das ist eine Unverschämtheit. Ich war hier doch Patientin. Richtig, Sie waren Patientin und jetzt sind Sie es nicht mehr. Und sollten Sie sich hier noch einmal blicken lassen, dann hole ich die Polizei. Entschuldigung, Isabella Schulin, ich bin Anwältin. Was ist denn hier los? Sie verteidigen diesen Drecksladen auch noch? Da irren Sie sich. Moment, ich habe gerade gesagt, Sie sollen verschwinden. Bitte schön. Eine Frage noch. Kennen Sie Frau Neuhaus? Die ist auch nicht besser als Ihr Mann. Die hat mich einfach hängen lassen. Dr. Titus, bitte dringend in die Ambulanz. Ja. Tut mir leid, dass Sie diesen Auftritt mit ansehen mussten, aber die Frau ist verrückt. Du hast mir die beiden Menschen genommen, die mir in meinem Leben am meisten bedeutet haben. Wie kannst du mir nur solche Vorwürfe machen? Ich kann nichts dafür, dass Papa und Victoria nicht mehr leben. Er hat Victoria umgebracht, nicht ich. Das sagt die Richtige. Ann-Christine, hör endlich auf, immer den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Außerdem habe ich ein Alibi und kein Motiv. Da hörst du es. Henning kann es nicht gewesen sein. Mama,
Er lügt. Warum verteidigst du ihn? Verdammt, ich bin deine Tochter. Die Polizei wird schon noch beweisen, dass du Victoria erschlagen hast. Ich möchte nicht, dass du auf Victorias Beerdigung erscheinst. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das kannst du nicht machen. Du hast gehört, was deine Mutter gesagt hat. Mach es nicht noch schlimmer. Mama. Das ist mein letztes Wort. Mir erlaubst du nicht, mich von Victoria zu verabschieden. Aber ihr Mörder darf seelenruhig am Grab stehen. Glaub ja nicht, dass du damit davonkommst. Das wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Rein. Frau Schneider, guten Tag. Ist Dr. Neuhaus gar nicht da? Schon weg, tut mir leid. Ja, vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen. Ich habe so ein bisschen über die Klinik recherchiert und da sind mir so ein paar Zeitungsartikel aufgefallen. Da wird unter anderem berichtet, Kostendruck, Zimmermädchen arbeiten als Krankenschwestern. Was sagen Sie denn dazu? Ja, ich kenne diesen Artikel. Das ist alles gelogen. Ja, aber das ist ja nicht alles. Es geht ja noch weiter. Zum Beispiel hier, die Klinik setzt billige Prothesen ein, die Beschwerden verursachen und nicht lange haltbar sind. Und viel schlimmer finde ich eigentlich noch die Tatsache, dass sie ihre Patienten bereits nach 3 Tagen entlassen, weil sie kein Geld mehr bringen, egal wie ihr gesundheitlicher Zustand ist. Ich bitte Sie. Wir wissen doch beide ganz genau, dass die Presse gerne übertreibt. Wenn es das dann war? Aber die Presse. Ich habe wirklich noch zu tun. Sich ja nicht alles aus der Luft, oder? Ach, wenn Sie nichts dagegen haben, ich nehme mal noch so einen Flyer mit, dann sehe ich mal, was die Klinik so alles verspricht. Tun Sie das. Und Sie werden merken, dass es an unserem Haus nichts auszusetzen gibt. Wir werden sehen. Ich muss jetzt unbedingt versuchen, die ehemalige Patientin von Dr. Neuhaus ausfindig zu machen. Denn sie kann die Missstände in der Klinik bezeugen. Aber wo soll ich die Frau suchen? In die Reha-Einrichtung der Deltron-Klinik wird sie bestimmt nicht gegangen sein. Moment mal. Den Zettel, den sie vorhin verloren hat, da steht ein Name mit Termin. Das könnte ein Physiotherapeut sein. Ich könnte versuchen, über ihn die Frau ausfindig zu machen. Dr. Henning Neuhaus und Janine Schneider treffen sich heimlich im Park der Klinik. Diese Anwältin lässt einfach nicht locker. Was wollte die denn schon wieder? Rumstüffeln, was denn sonst? Und wenn sie weiter so rumbohrt, dann kann ich dich einfach nicht weiter decken. Die hat doch nichts in der Hand. Noch nicht. Aber was meinst du, das dauert nicht mehr lange und dann sind wir beide geliefert. Es wird schon nichts passieren. Vertrau mir, Janine. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Und die lasse ich mir von dieser Tusse nicht vermiesen. Eine Überraschung? Janine? Willst du meine Frau werden? Ist das dein Ernst? Ja, 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 ich will. Ja. Gib mir deine Hand. Ja. Ich habe ihn extra für dich anfertigen lassen. Steht dir ausgezeichnet. Der ist wunderschön. Komm, lass uns hier verschwinden. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nicht damit gerechnet, danke. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Das war mein Schuss. Na, jetzt rufe ich die Polizei. Schulin hier, bitte kommen Sie schnell. Hier wird geschossen. Ich bin im Park der Deltron-Klinik. Ja, bitte ganz schnell. Was ist passiert? Auf uns ist geschossen worden. 2 Mal. Ja, die Schüsse habe ich gehört. Deswegen habe ich auch schon die Polizei verständigt. Sind Sie auch verletzt? Nein, nein, mir geht's gut. Aber Janine hat's erwischt. Versuch aufzustehen. Ich kann nicht. Ich bring dich rein. Komm. Das wird schon wieder. Haben Sie auch gesehen, wer geschossen hat? Ich habe noch eine Gestalt wegrennen sehen. Es hätte an Christine gewesen sein können. Wo waren Sie die ganze Nacht? Ich habe Ihnen mehrfach auf die Mailbox gesprochen. Ich hatte einen schrecklichen Streit mit meiner Mutter. Sie will nicht, dass ich zu Victorias Beerdigung komme. Naja, und dann bin ich durch ein paar Kneipen gezogen und habe mir die Kante gegeben. Dann hätten Sie mich wenigstens mal zurückrufen können. Mein Akku war leer. Wieso? Was ist denn los? Die Polizei will mit Ihnen sprechen. Gestern wurde im Klinikpark auf Dr. Neuhaus und seine Marketingleiterin, Frau Schneider, geschossen. Und Ihr Schwager hat mir gegenüber behauptet, dass Sie geschossen haben. Was?
Dass wir mir dieser Mistkerl jetzt auch noch anhängen? Ich war nicht in der Klinik. Ja, dann lassen Sie uns gleich zur Polizei gehen und die Sache klarstellen. Ich meine, es wird ja irgendeinen geben, der Sie auf Ihrer Kneipentour beobachtet hat und Ihr Alibi bestätigen kann, oder? Nein, ich gehe da nicht hin. Wer weiß, was Henning denn noch alles über mich erzählt hat. Dann sperren die mich wieder ein. Frau Belzer, ich bitte Sie, die Polizei wird Ihre Hände auf Schmauchspuren untersuchen und ich gehe mal davon aus, da findet man keine. Also, es kann Ihnen nichts passieren. Nein, das können Sie vergessen. Ich gehe da nicht hin. Frau Belzer, bitte. Jetzt warten Sie doch. Es wäre mir lieber gewesen, ich hätte mit Frau Belzer gleich zur Polizei gehen können. Allerdings kann ich auch verstehen, dass es ihr schwer zusetzt, dass ihr Schwager sie jetzt auch noch für den Vorfall im Klinikpark verantwortlich macht. Ich kann nur hoffen, dass sie sich schnell wieder beruhigt und sich dann bei mir meldet. In der Zwischenzeit werde ich erst mal versuchen, die ehemalige Patientin von Dr. Neuhaus ausfindig zu machen. Isabella Schulien hat herausgefunden, dass der Name auf dem Zettel wirklich zu einem Physiotherapeuten gehört. Und sie hofft über ihn, Informationen über die ehemalige Patientin von Dr. Neuhaus zu bekommen. Entschuldigung, wir haben uns schon mal getroffen. Isabella Schulje, mein Name. Haben Sie vielleicht kurz Zeit für mich? Nein, mit Ihnen rede ich nicht. Ich arbeite nicht für die Deltron-Klinik, falls Sie das meinen. Sondern? Meine Mandantin ist Ann-Christine Belzer und sie wird beschuldigt, Viktoria Neuhaus ermordet zu haben. Ermordet? Deshalb hat sie sich nicht mehr bei mir gemeldet. Woher kannten Sie denn Frau Neuhaus? Sie wollte mir helfen. Mein Arm, der wird wohl für immer steif bleiben. Und das ist die Schuld von Dr. Neuhaus. Das tut mir sehr leid. Haben Sie denn versucht, das Dr. Neuhaus nachzuweisen? Ja, natürlich, aber ich hatte keine Chance. Und Viktoria wollte mir helfen. Frau Neuhaus wollte gegen ihren eigenen Mann vorgehen? Ja, sie hat irgendwelche E-Mails und Unterlagen gefunden und heimlich kopiert. Letzte Woche hatte sie endlich genug in der Hand, um ihn hochgehen zu lassen. Also kurz vor ihrem Tod. Wissen Sie denn, wo sie dieses belastende Material aufbewahrt hat? Ich glaube, sie hat es online gespeichert. Online? Moment mal. Schauen Sie mal hier. Können Sie damit irgendwas anfangen? Sagt Ihnen das was? Das sind meine Initialen. D.I. Dorina Ionescu, mein Geburtsdatum und das Datum meiner OP. Ich hoffe, Sie finden die Unterlagen und kriegen diesen Scheißkerl dran. Eigentlich hat er es verdient, dass man ihn umbringt. Sie scheint Dr. Neuhaus ja abgrundtief zu hassen. Was glauben Sie denn? Er hat mein Leben ruiniert. Gestern Nacht wurden zwei Schüsse auf ihn abgegeben. Waren Sie das? Dr. Neuhaus beschuldigt meine Mandantin, auf ihn geschossen zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass sie unschuldig ist. Also wenn Ihnen irgendwas dazu einfällt, ich lasse Ihnen meine Visitenkarte da. Dann wäre es nett, wenn Sie mich anrufen. Isabella Schulien will sich mit ihrer Mandantin in den Online-Account der verstorbenen Viktoria Neuhaus einloggen. Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Schwester belastendes Material über die Klinik ihres Schwagers gesammelt hat? Viktoria hat mal was erwähnt. Dass in der Klinik heftig gespart wird. Auf Kosten der Patienten natürlich. Aber das fand sie nicht gut. Ihre Schwester hat zumindest für Frau Ionescu recherchiert. Aber vielleicht hat sie noch mehr gefunden und damit ihren Schwager konfrontiert oder unter Druck gesetzt. Und Sie meinen, wir können Henning drankriegen? Wenn ich recht habe, dass die Ihnen zugeschickte Zahlenkombination das Passwort für den Online-Account ist, dann sind wir schon ganz nah dran. Wir können es ja mal probieren. Vielleicht glaubt mir meine Mutter dann ja auch endlich. Sie denkt immer nur das Schlechteste von mir. Jetzt warten Sie mal. Ja, wir sind drin. Bingo. Hier hat Ihre Schwester das belastende Material abgespeichert. Sehen Sie mal. Ja, und wenn Viktoria hätte Henning auflegen lassen, wäre er mit der Klinik am Ende gewesen. Und schauen Sie mal hier, das Datum der letzten angehängten E-Mail. Das ist am Tag vor Viktorias Tod gewesen. Richtig. Wahrscheinlich hat sie am nächsten Tag ihren Mann damit konfrontiert und unter Druck gesetzt und musste deswegen sterben. Aber selbst wenn wir wissen, dass Henning Viktoria umgebracht hat, wie beweisen wir das? Ich meine, er hat ein Alibi und er behauptet auch noch, dass ich auf ihn geschossen hätte. Am besten, wir gehen mit dem gesamten Material zur Polizei. Das wirft doch ein ganz neues Licht auf den Fall. Und Sie werden dort auch gleich Ihre Aussage wegen gestern Nacht machen, damit Ihr Alibi überprüft werden kann. Okay. Danke, Henning, dass du so schnell gekommen bist. Ich weiß es, warum Viktoria sterben musste. Eine Versicherungspolice? Als ich bei euch im Haus war, um die Sachen für Viktorias Beerdigung zu holen, da habe ich diese Lebensversicherung gefunden. Die hat Viktoria abgeschlossen. Über 300.000 Euro. Was? Davon wusste ich gar nichts. Das Geld solltest ja auch du nicht bekommen, sondern an Christine. Ich hatte also recht. Es ging die ganze Zeit um Geld. Wegen dieser Lebensversicherung hat Ann-Christine Viktoria erschlagen. Sie wollte noch mal richtig abkassieren. Wir müssen es der Polizei zeigen. Auf jeden Fall.
Und wir müssen dafür sorgen, dass Ann-Christine der Polizei nicht wieder entkommt. Das sind wir Victoria schuldig. Mama? Du willst mit mir sprechen? Aha. Ja, das trifft sich gut. Ich habe dir auch etwas zu erzählen. Ja gut, bis gleich. Meine Mutter will sich ganz dringend mit mir treffen. Aber zuerst gehen wir zur Polizei, darauf bestehe ich. Ja, aber Sie wissen doch, wie wichtig mir das ist. Ich meine, meine Mutter hat mich für eine Mörderin gehalten. Kommen Sie. Eine halbe Stunde, ich beeil mich auch. Aber keine Minute länger. Versprochen? Okay, ich beeil mich, danke. Frau Ionesco, was machen Sie denn hier? Ihre Kanzlei hat mir gesagt, dass ich hier bin und ich musste mit Ihnen sprechen. Wegen dem Anschlag auf Dr. Neuhaus? Ich war so verzweifelt. Er hat seine Schuld ständig geleugnet und dann wollte er nicht mehr mit mir reden und hat mir auch noch Hausverbot in der Klinik erteilt. Und dann haben Sie auf ihn geschossen. Ja, aber ich wollte ihn doch nicht töten. Ich wollte nur, dass er spürt, wie es ist, wenn man schreckliche Schmerzen hat. Aber Frau Ionesco, das hätten Sie niemals tun dürfen. Sowas ist Selbstjustiz. Und außerdem haben Sie nicht Dr. Neuhaus getroffen, sondern seine Marketingleiterin, Frau Schneider. Das wollte ich alles nicht. Das tut mir schrecklich leid. Ich werde jetzt zur Polizei gehen und mich stellen. Ich bin nicht so feige wie er. Damit helfen Sie meiner Mandantin sehr. Endlich an, Christine. Na, komm bitte rein. Erst will ich wissen, worüber du mit mir sprechen willst. In letzter Zeit ist so viel zwischen uns vorgefallen. Das sollen wir jetzt endlich mal aus der Welt schaffen. Hm? Das heißt, du willst mir gar keine Vorwürfe machen? Nein. Ich habe was herausgefunden und darüber möchte ich mit dir sprechen. Dann geht's um Henning. Du glaubst also auch nicht mehr, dass er unschuldig ist. Ja, aber jetzt komm doch erst mal rein. Zweiter Stock, Belzer. Was? Du hältst mir die Polizei auf den Hals? Du gehörst ins Gefängnis. Ich habe den endgültigen Beweis, dass du Victoria getötet hast. Bleib stehen, du hast doch sowieso keine Chance. Schnell, sie ist nach oben gelaufen. Sie bleiben hier. Hier ist ihre Tochter auch nicht, aber wir werden weiter nachher suchen. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht bedacht habe, dass sie auch über die Feuerleiter fliehen könnte. Es tut mir leid. Keine Sorge, wir werden sie schon finden. Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Und wer sind Sie? Ich bin Dagmar Belzer, die Schwiegermutter von Dr. Neuhaus. Jetzt würde es mich aber schon interessieren, was Sie hier in dem Haus machen. Henning hat mir den Schlüssel gegeben. Was? Glauben Sie mir jetzt? Woher haben Sie den Ring? Hübsch, oder? Das war ein Geschenk zur Verlobung. Von wem? Also eigentlich geht Sie das ja überhaupt nichts an, aber Henning hat ihn mir gestern geschenkt. Das kann nicht sein. Nein, nein. Das ist der Ring meiner Tochter Victoria, ihr Verlobungsring. Unsinn. Henning hat ihn mir extra anfertigen lassen. Da täuschen Sie sich. Ich weiß doch genau, bei welchem Juwelier Henning den Ring gekauft hat. Das ist Victorias Verlobungsring. Ganz sicher. Dieser Mistkerl. Haben Sie ein paar Minuten? Ich würde mich mal ganz kurz gerne mit ihm unterhalten. Ja, bitte. Trotz aller Differenzen haben die Schwiegermutter und Dr. Neuhaus' neue Verlobte sich ausgesprochen und locken Henning Neuhaus unter einem Vorwand nach Hause. Sie wollen ihn gemeinsam zur Rede stellen. Das wird Henning sein. Schatz? Was gibt es denn so Dringendes? Dagmar, was machst du denn hier? Was hast du dir nur dabei gedacht, Henning? Wieso, was meinst du? Spiel jetzt bloß nicht das Unschuldslamm. Ich habe mich jetzt ausführlich mit Frau Schneider unterhalten. Ich gehe schon. Und ich hab geglaubt, dass du Victoria geliebt hast. Aber das hab ich doch auch.
Sie schon wieder. Ich habe jetzt keine Zeit. Die Zeit sollten Sie sich aber besser nehmen. Es geht immerhin um die Missstände in Ihrer Klinik. Nicht jetzt. Sie sehen doch, ich habe Besuch. Die Anwältin kann ruhig bleiben. Die kann ruhig hören, was ich dir zu sagen habe. Und außerdem interessiert es mich auch, was sie mit dir zu besprechen hat. Bitte, dann Sie zuerst. Du bist uns eine Erklärung schuldig, Henning. Warum schenkst du Frau Schneider Victorias Verlobungsring? Das alles ist doch ein Missverständnis hier. Ein Missverständnis? Dein Heiratsantrag ist also ein Missverständnis? Ann-Christine ist verzweifelt. Die Situation ist für die 28-Jährige aussichtslos. Die ganze Welt scheint gegen sie, sogar ihre eigene Mutter. Mama, ich halte deine Vorwürfe und Verdächtigung nicht mehr aus. Ich bin unschuldig. Und Victoria, der einzige Mensch, der mich geliebt hat, ist tot. Ich kann nicht mehr. Du hast Victoria betrogen. Du hast Frau Schneider betrogen. Uns alle. Und jetzt fällt dir noch nicht mal eine Ausrede ein. Na, vielleicht hat Dr. Neuhaus ja eine Antwort auf meine Frage. Warum haben Sie Ihre Patienten so minderwertig behandelt, dass viele schwere körperliche Schäden davongetragen haben? Das habe ich nicht getan. Natürlich haben Sie das. Das kann unter anderem Ihre ehemalige Patientin Frau Ionesco bezeugen. Und die Unterlagen, die Ihre verstorbene Frau gesammelt hat, die beweisen das eindeutig. Das beweist rein gar nichts. Das beweist alles. Und wenn diese Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt wären, dann hätten Sie Ihre Klinik dicht machen können. War das der Grund, warum Sie Ihre Frau getötet haben? Hören Sie, ich leite die Klinik, ja? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Und diese Sparmaßnahmen hier, die hat allein Janine zu verantworten. Du willst mir ernsthaft die Schuld dafür in die Schuhe schieben? Überleg dir das besser noch einmal, ganz genau. Ansonsten erfahren hier alle ganz schnell, dass du an dem Abend, an dem Victoria gestorben ist, gar nicht bei mir in der Klinik warst. Halt die Klappe, Janine. Sieh mal einer an. Wo war denn unser Dr. Neuhaus? Er kam ganz normal zur Spätschicht. Ist dann aber eine Dreiviertelstunde weg. Und er ist kurz nach 8 wiedergekommen. Das war's dann wohl mit Ihrem Alibi. Haben Sie sich das Alibi etwa mit dem Verlobungsring erkauft? Frau Schneider? Victoria hat mich erpresst. Ich hätte alles verloren. Das Haus, mein Geld, die Klinik. Das konnte ich doch nicht zulassen. Das können Sie alles gleich der Polizei erzählen. Die dürfte jeden Moment da sein. Weißt du was? Steck ihn hier sonst wohin. Du kannst mich mal. Mein Gott. Was ist passiert? Ann-Christine. Was ist sie will sich umbringen. Zeigen Sie mal. Nein, ich will Ann-Christine nicht auch noch verlieren. Ann-Christine, Julien hier. Machen Sie jetzt nichts Unvernünftiges, bitte. Wo sind Sie denn? Warten Sie, ich bin gleich bei Ihnen. Ich fahr zu ihr. Ja. Gut, dass Sie da sind, im Wohnzimmer. Ann-Christine jetzt auch noch stirbt. Dann ist es allein deine Schuld. Guten Tag, Herr Neuhaus. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie wissen ja warum, gell? Ann-Christine! Bleiben Sie stehen, sonst springe ich. Tun Sie das nicht. Sagen Sie mir einen Grund, warum. Die Polizei hat Herrn Dr. Neuhaus längst verhaftet und hat den Mord an Victoria gestanden. Ihre Unschuld ist damit bewiesen. Aber Victoria lebt nicht mehr. Ich bin ganz allein. Sind Sie nicht? Sie haben Ihre Mutter. Meine Mutter? Was ist das für eine Mutter? Die hat mich für eine Mörderin gehalten. Ihre Mutter weiß, wie sehr sie Ihnen Unrecht getan hat. Und sie bereut es zutiefst. Das glaube ich nicht. Ihre Mutter liebt Sie und sie wird alles wieder gut machen. Nein. Es wird alles wieder gut. Für Victoria Neuhaus konnte ich leider nichts mehr tun. Aber ihre Schwester, die konnte ich ja retten. Und was wir auch geschafft haben, ist, Dr. Neuhaus hinter Gitter zu bringen.
Und auf ihn wird jetzt im Prozess einiges zukommen. Nicht nur der Mord an Victoria. Nein, auch die Missstände in der Klinik und das gekaufte Alibi. Er hat jetzt jahrelang Zeit, darüber nachzudenken, was ein Menschenleben wert ist. Geld ist nicht alles.